ersten Hörspiel mit internationalem Flair heute Abend. Es wird allerdings auch das einzige sein. Das nächste Hörspiel hat seine Wurzeln in Tschechien gefunden. Das ist ja ein Partnerland unweit unserer geografischen Abkunft. Einige Bevölkerungsteilnehmer, also aus Sachsen, fahren immer wieder nach Tschechien in Urlaub, meist aus finanziellen Gründen. Dort werden sie zwar meist mit offenen Armen empfangen, aber die Befindlichkeiten sind natürlich divergent, also wie dann in der Rezeption die Befindlichkeiten aufeinanderprallen, das sorgt gelegentlich für Dissens, für Zwietracht, für kabale Zwist, Raufhände bis hin zur Bluttat. Natürlich verstehe ich auch die Empfindung der Menschen. Momentan ist ja auch wieder Hochwasser. Ne? Wo kommt es her? Ich möchte das jetzt natürlich nicht direkt dem Honza oder also den Honzen in die Schuhe schieben. Frau Holle war ja keine Tschechin. Vielleicht kommt die ja aus polnischer Witze. Soweit gehen wir also natürlich keinesfalls. Aber es ist ja doch immer wieder, also es ist fest, dass, wenn das Wasser immer wieder aus der gleichen Richtung kommt, muss man natürlich dann auch Fragen stellen. Ja. Wie gesagt, ein Hörspiel, welches in Tschechien spielt, internationale Star-Protagonisten, ein